Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dead by Daylight. Und ich bin immer noch alleine als überlebender William Bill Overbeck unterwegs, um meine beiden täglichen Rituale der Anfang und wilder Tanz zu erledigen. Bei der Anfang muss ich kooperative Aktionen für insgesamt 3 Minuten oder 180 Sekunden, wie es hier steht, tätigen. 52 Sekunden davon habe ich in den vorherigen Runden erledigt, dürfte im letzten Let's Play Video zu sehen sein und ich versuche mich daran weiterzuarbeiten. Außerdem muss ich auch immer noch für 2 Minuten vom Killer verfolgt werden. Ein bisschen davon haben wir schon gesammelt. Leider wird das hier nicht in Sekunden, sondern tatsächlich in vollständigen Minuten angezeigt. Das heißt, das könnten sogar 59 Sekunden sein, wobei nach der letzten Runde wage ich das stark zu bezweifeln. Aber es könnten 59 Sekunden tatsächlich sein und es würde nicht eine Minute da stehen. Es wird also nicht aufgerundet, sondern wirklich steht die eine Minute da, wenn die erste Minute auch erreicht wurde. Okay, was nehmen wir denn rein? Wir bleiben bei unserer Zusammenstellung mit Einfühlungsvermögen, Flink, Observierung und Selbstpflege. Wer die Erläuterung dieser Perks nochmal vorgelesen bekommen möchte, der kann ins letzte Video schauen. Da erkläre ich das genau wie meine Ausstattung. Hier schaue ich jetzt nur nochmal kurz auf die Opfergabe. Tapferkeitskategorie wäre ganz gut, da wir ja gejagt werden sollen. Dann kann ich daraus zumindest noch ein paar Bonusblutpunkte ziehen. So, und mit dieser Zusammenstellung werde ich nun versuchen, kooperative Tätigkeiten zu verführen. Das vom Killer gejagt werden ist nicht so meins. Vor allen Dingen nicht mit William, wo ich jetzt wirklich nur die nötigsten Perks habe. Ich habe ihn halt auf Level 50 gebracht, ein bisschen weiter hinaus, aber alle Perks habe ich bei ihm bei weitem noch nicht und nehme das, was mir zur Verfügung steht und naja, vielleicht gelingt es mir ja. Ich bin keiner, der groß loopt oder solche sonstige Sachen. Ich versuche gerne mal einen Killer bei einer Palette zu betäuben. Ja, das ist wahr. Die Gelegenheit, die nutze ich gerne mal. Werde ich auch in der Runde machen, da dies ja auch Tapferkeitspunkte sind, für die ich jetzt zusätzlich belohnt werde. Aber ansonsten bin ich immer der, der versucht, den Killer irgendwie loszuwerden. Ich bin der, der eher heimlich spielt und keiner von denen, die die Aufmerksamkeit des Killers erregen wollen. Gut, wir sehen uns gleich in der Runde als William Bill Overbeck gegen Killer Unbekannt. Wir werden ja sehen, wer unser Gegenspieler sein wird. Und da haben wir schon mal einen Einblick auf unsere Mitspieler. Wir haben einen anderen William Bill Overbeck noch in der Gruppe. Wir haben einen blutigen Jake Park und einen Ace Visconti. Ja, alle ohne Ausrüstungsgegenstände, wie ich das sehe. Und ich bin gespannt, welcher Killer jetzt gleich auf uns wartet. Dass es in der letzten Runde Myers war, hat mich so ein bisschen überrascht. Denn gerade in dem Rang, wo wir uns befinden, alles Punkte. Ich bin der Einzige, der in Tapferkeit spielt und der Killer gibt sich doppelte Punkte für Opfer, sprich für das Aufhängen von Überlebenden. Ja, weil in dem Rang, in dem ich mich gerade befinde, es war wie gesagt gerade erst Rangrücksetzung. Da rechnet man, ich sag mal, zu 90% mit der Krankenschwester. Nein, nein, das ist übertrieben. Aber ich sag mal 60% Krankenschwester, 40% Hinterwäldler. Dass mal ein anderer Killer da ist, ist dann wirklich eine Ausnahme. Wobei, es heißt ja nicht, dass alle Rang 1 waren vorher. Es kann ja auch jemand sein, der sich jetzt in kurzer Zeit schnell hochgespielt hat. Oh, die Musik hier ist immer so laut. Aber Haddonfield ist eigentlich eine sehr gute Karte für Überlebende. Oh, wir haben den Hillbilly. Ich hab's mir gedacht. Ich werde mal versuchen, einen Haken zu sabotieren. Und bei ihm 2 Minuten verfolgt zu werden. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Gerade wenn es jemand ist, der auch noch mit dem Kettensing. Ah, das könnte ein Vorteil sein. Das könnte tatsächlich ein guter Vorteil sein. Wir können auch so ein bisschen Observierung ansammeln.
traut sich nicht, ihn hochzuheben. Liegt er bei einer Palette? Ah, da hinten ist direkt der Haken. Dann komm mal runter, Kollege. Die Obsession. Können wir noch ein bisschen kooperative Tätigkeiten mit Heilen machen. Sehr gut. Ich werde hier draußen mal kurz den Haken anknabbern, dass, wenn er einen erwischt, wir vielleicht den Haken sabotieren können, wenn er versucht, ihn hier aufzuhängen. Wie sieht's aus? Ach, das ist der, wo nur zwei dran passen. Ist hier hinten auch noch einer. Manchmal hat man zwei im Keller. Haben wir hier aber leider nicht. Okay. Fuck. Na, kann die Observierung... Observierung, sage ich schon. Ja, das war mir klar, dass er den Befreiungsschlag schafft. Dann mache ich mal den hier oben im Haus. Der ist auch immer ziemlich fies. So, er hebt ihn hoch. Das heißt, wir sollten schnell gucken, dass wir hier irgendwo einen Schrank finden. Aber hier im Haus ist kein Schrank. Dann versuchen wir mal schnellstmöglich in den Terrorradius zu kommen. 40 Meter könnte das hingehauen haben gerade. Das könnte. Dann retten wir ihn mal. So geht's ja nicht, Jake. Dich lassen wir hier nicht hängen. Heil dich nicht da, wo du erledigt wurdest. Das ist immer so dumm von euch. Na, nicht mit Werkzeugkiste. Die brauchen wir eventuell noch für die Hakensabotage. Gar nicht gesehen, hat er Ruin drin, hat er nicht Ruin drin. Waren die einfach nur schnell und haben die Fähigkeitschecks gut getroffen. Da unten rennen sie. Komm näher, dann habe ich noch ein bisschen Observierungspunkte. Steht da, scheiße, der hat uns doch 100% gesehen. Ja, der hat uns gesehen. Fuck. Das ist ein dummer Hillbilly. Die Palette zu zertreten geht schneller, als seine blöde Kettensäge anzuwerfen, mein Freund. Er hat definitiv Barbecue und Chili.
Das können wir schon mal sagen. Und eigentlich müssten die anderen beiden sehen, dass er die Obsession jagt und keiner macht sich auf den Weg zur Hilfe zu kommen. Jetzt. Wo die Rettung eigentlich direkt wieder darin endet, dass man liegt. Das ist dumm. Genau, tu so, als ob du mich heilen würdest. Obwohl, er kommt jetzt eh wieder her. Danke. Ich werde den Haken mal sabotieren. Und der andere war hinten ganz in der Nähe. Boah, das war knapp. Ich wollte ihn nicht abmachen. Da steht noch ein Totem. Ich lasse das jetzt mal. Falls er niemanden drin im Tod hat, kann es sein, dass das Verfluchte wird. Dann müssten wir nicht lange nach einem suchen. Er hat da unten jetzt wirklich die ganze Zeit gekämpft. Das ist ganz schön armselig, mein Freund. Okay, das hier wäre nicht das Verfluchte. Tu es nicht, tu es nicht. Tu es nicht. Mein Gott. Willst du mich verraten, nur um deine eigene Haut zu retten? Ich werde mal in den Keller gehen. Vielleicht findet man sowas hier den Schlüssel. Könnte helfen. Okay, er steht auf jeden Fall irgendwo und beobachtet das Ganze. Wir haben einen Schlüssel gefunden.
Mücke ist ja auch gerne mal mitten auf der Straße. Scheiße. Scheiße, wo ist die Kakluke? Nicht nach hier. Vielleicht finden wir die Luke. Der bewacht die Scheiße da so gut. Ich muss ihm mal helfen. Ich werde gern mit ihm reden. Vielleicht finden wir die Luke. Das wäre so göttlich, wenn wir die Luke irgendwo finden würden. Hat er sie vielleicht? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch, dass die Kommunikation mit ihm geklappt hat und er wusste, wo die Luke ist. Genial. Genial, genial. Weil der Billy, der hatte die Ausgangstore. Mann, 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 das war echt geil auch. Ich bin froh, dass ich das aufgezeichnet habe. Eine echt super Runde. So. Also echt, also, auch in der Runde mit Myers, dass der Killer so freundlich war, dass man hier mit Überlebenden so gut zusammenspielen kann. Ich bin gerade echt überrascht. Ich kenne es auch anders. Ich kenne es auch anders, wie die eine Runde mit Kate, die die Knaller fallen lässt, um halt die Position zu verraten. Aber genau das, was hier läuft, genau diese Runde, diese Teamarbeit mit Leuten, die man nicht kennt,
versuchen mit ihnen zu kommunizieren, das macht dieses Spiel aus. Und dass das gerade so gut geklappt hat, finde ich richtig klasse. Echt ein Lob an Renji. Und klar, man kann dem Hillbilly auch nicht böse sein, er hat sehr gut gespielt. Dass er die beiden Ausgangstore im Blick hat, war klar. Da wären wir im Leben nicht rausgekommen. Im Leben nicht, er hätte einen erwischt. Er hat die Ausgangstore auch nicht aus dem Auge gelassen. Man hat es ja gesehen. Er hat den anderen William verletzt und ist ihm nicht groß gefolgt. Einfach, weil er weiß, Ausgangstore müssen geöffnet werden. Es hatte keiner den Schlüssel dabei. Es war gerade sowas von Glück, dass der Schlüssel im Keller lag und dass ich ihn ausgerechnet auch noch gefunden habe. Wirklich absolut geniale Runde. Also das freut mich, dass ich das aufgezeichnet habe. Super. Auch, dass die Kommunikation so geil geklappt hat. Mal kurz den Schlüssel hinlegen und zack, er wusste direkt Bescheid, was Sache ist. Wunderbar. Schauen wir aber jetzt mal auf das Tagesziel. Da wurden wir jetzt tatsächlich schon eine Minute verfolgt. Hier haben wir keine großen kooperativen Tätigkeiten zusammen gehabt. Okay, er hatte jetzt aber auch nichts irgendwie in dieser Richtung ausgerüstet, weil gerade jetzt durch Legion kam ja der Perk Uneinigkeit, dass ein Generator hervorgehoben wird, sobald zwei oder mehr dran sind. Das haben tatsächlich mehr Killer in ihren Perk-Builds, als ich dachte. Deswegen ist es gar nicht mal so ungefährlich, kooperative Tätigkeiten zu vollführen. Egal, ich bleibe weiter bei meinem Tagesziel, feiere gerade diese Runde, diese Flucht und ja, verabschiede mich von euch. Hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Wünsche euch alles Gute, euer Rönne.